Herr Hühne, über 2 Billionen liegen auf Sparbüchern, Giren, Tages- und Festgeldkonten. Könnten Sie das verstehen? Es ist zu verstehen, dass gerade in unsicheren Zeiten mit schwankenden Kursen und Krisenherden auf der ganzen Welt Menschen einfach sichere Geldanlagen bevorzugen. Aber Größenordnungen von 2 Billionen Euro zeigen doch die gewaltige Trägheit und vor allen Dingen Unwissenheit. Das heißt, real wird ja nach der Inflation eigentlich Geld vernichtet. Warum sind die Menschen unwissend und träge? Der Mensch ist ein Herdentier. Er macht das, was andere auch machen. Er schaut sich erst einmal an, was andere machen, und dann handelt er. Das haben wir damals gesehen, als die Telekom an die Börse ging und plötzlich jeder Aktien kaufen wollte. Gleichzeitig wird sich aber mit diesem Thema und deren Alternativen zu wenig auseinandergesetzt. Wenn der Mensch sich einen neuen Fernseher oder eine Waschmaschine kauft, dann schaut er stundenlang im Internet, geht nach Karstadt, Saturn, Mediamarkt und kauft erst dann. Aber kaum jemand beschäftigt sich intensiv mit seinen Finanzen, Geldanlagen oder finanzieller Zukunft. Was haben die Menschen für Alternativen, wenn es um Vorsorge fürs Alter bzw. Aufbau einer vernünftigen Rente geht oder auch nur um sein Geld zu vermehren? Natürlich kann man verstehen, dass man mal nicht eben die richtige Entscheidung trifft, ob es um kurzfristige Anlagen geht oder längerfristige Anlagen, um seine finanzielle Zukunft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, Sparbücher, Tagesgelder, Staatsanleihen, Fonds, Aktien oder Immobilien. An den Börsen ging es in den letzten Tagen ziemlich turbulent zu. Angesichts der Rekordkurse sprechen einige Experten von einer Blase an den Aktienmärkten, aus der nun etwas Luft gelassen wurde. Geben die jüngsten Turbulenzen allen Skeptikern recht, die von Aktien nichts wissen wollen oder in sicheren Häfen flüchten? Aktien sind schon ein besonderes Thema. Man muss vor allen Dingen einen sehr langen Atem haben und man muss das Geld übrig haben. Also wenn man sich mal verspekuliert, darf man nicht danach Probleme haben oder eventuell sogar pleite sein. Was ist Ihr Ratschlag? Das ist schwer zu sagen. Es sollte auf jeden Fall eine individuelle Beratung und Analyse der finanziellen Situation vorgenommen werden. Und noch am besten von einem unabhängigen Experten. Wer das nämlich bei seiner Hausbank oder vielleicht Versicherungsvertreter macht, der sollte sich auf jeden Fall mehrere Meinungen anhören, denn die meisten sind nicht unabhängig und haben auch nicht alle Alternativen in ihrem Portfolio. Sie sind jetzt bereits 20 Jahre in diesem Bereich tätig. Was ist Ihre Erfahrung? Nun, in den letzten 20 Jahren habe auch ich viel gelernt. Der Markt wird immer schneller, aber auch immer flexibler und individueller. Das ist auf jeden Fall gut für den Kunden. Was aber immer eine sichere und wertstabile Sache war, sind Immobilien. Das war immer so und wird auch in der Zukunft sicher so sein. Sicher? Was ist mit der Immobilienblase 2008 in Amerika? Kann sowas nicht auch hier passieren? Passieren kann alles. Aber hier in Deutschland sind die Sicherungsmechanismen schon ziemlich gut. Wir bei Terjöne Consulting sind schon einiger Zeit auf Immobilien als Investment- bzw. Kapitalanlage spezialisiert. Natürlich sollte man auch bei Immobilien als Investment schon auf einige wesentliche Dinge achten. Lage ist zwar wichtig, aber auch andere Faktoren müssen beachtet werden. Auch hier gilt es, sich von einem unabhängigen Profi beraten zu lassen. Was machen Sie als Berater besser als andere? Nicht besser. Anders. Wir sind nicht besser. Wir machen viele Dinge anders. An meiner Seite zum Beispiel habe ich weitere Profis, die mich und unsere Kunden unterstützen. Zum Beispiel habe ich einen unabhängigen Finanzierungsspezialisten an meiner Seite, der seit 15 Jahren nichts anderes macht als Finanzierung für Immobilien. Des Weiteren arbeiten wir mit einem Investor bzw. Bauträger zusammen, von dem wir exklusiv und weit unter dem üblichen Marktpreis unsere Objekte bekommen. Und dies können wir auch dann direkt an unsere Kunden weitergeben. Wir haben ein ganzes Konzept vor, während und nach dem Kauf. Schließlich wollen wir keine Kunden, sondern wir wollen Fans gewinnen. Okay, aber nicht jeder kann sich eine Immobilie leisten. Die meisten überschätzen ihre Fähigkeiten und unterschätzen ihre Möglichkeiten. Bereits für unter 100 Euro im Monat kann man sich eine Altersvorsorge mit Immobilien aufbauen. Denn die Rendite ist rund 7-mal so hoch wie eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung. Darüber hinaus sind wir in Düsseldorf spezialisiert, denn dort kennen wir uns aus. Super, vielen Dank für das Gespräch.